So, heute gibt's wieder was aus der Tasse. Es geht wieder ruckzuck, also wer nicht viel Zeit hat und einen kleinen Snack braucht, für die Mädels wird es dann eher ein großer Snack sein. Da kann dann hier drauf zurückgreifen. Es gibt so eine Nudelkäse-Tasse. Was ihr braucht, ich habe hier Korkenzieher-Nudeln, Speisestärke braucht ihr, Reibekäse, Light habe ich und Gewürze. Ich habe jetzt hier Salz und das ist nicht Salsa-Gewürze. Ihr könnt einfach Chili nehmen. Das sind rotes Jalapenos, Telly Cherry Pfeffer, Zwiebeln, Tomatenflocken, Paprikaflocken und Petersilie dabei. So, ich bereite es kurz hier vor und dann sehen wir uns. So, ich habe das hier schon mal vorbereitet. Ich habe hier 50 Gramm von den Nudeln rein. Habe es jetzt mit Wasser aufgefüllt, könnt ihr sehen. Und habe hier jetzt noch 30 Gramm von diesem Reibekäse-Light. Die Nudeln werden jetzt in der Mikrowelle gekocht. Habe ich jetzt selber so auch noch nicht gemacht. Ich sage euch danach, wie lange es gedauert hat. Ich schätze mal so 4 Minuten. Bis gleich. So, ich habe das jetzt kurz vermengt hier noch. Und es kommt jetzt noch mal kurz in die Mikrowelle. So, 30 Sekunden. So, ich verrühre das hier nochmal kurz. Ihr seht, der ganze Käse ist jetzt hier verlaufen. So. Ja, ich mache hier noch ganz leichtes jetzt noch von dem Gewürz drauf. Das war's. Fertig ist unsere Käsenudeltasse. Also viel Spaß dabei. Rezept kommt dann unten in die Beschreibung.